Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla und zwischen den Folgen haben wir mal mit den Twitch-Zuschauern bzw. bei Twitch ein bisschen was an unserer Ausrüstung gedeichselt. Wir haben ja noch die ganzen Sachen aus der Edition, die ich mir damals gekauft habe, aus dieser Complete Edition. Da haben wir diese Berserker-Kapuze zum Beispiel. Das ist jetzt, ich glaube, das ist Raben, genau, das ist Bären-Set und das ist ein Wolf-Set. Ich glaube, das sind die drei unterschiedlichen Sachen. Diese Zwielichtgeschichten, die haben ganz, ganz merkwürdige Effekte, von denen ich noch gar keine Ahnung habe. Aber ich dachte, wir probieren mal diesen Berserker-Satz aus. Das ist jetzt natürlich mal eine andere Rüstung. Wir haben jetzt dadurch mehr Rüstung als vorher, tragen aber auch mehr Gewicht rum. Mal gucken, wie sich das jetzt in den Kämpfen ausübt. Wenn ich das Gefühl habe, dass wir sind langsamer dadurch, dann lasse ich das. Dann nehmen wir die auch wieder weg. Aber ich würde die zumindest mal ausprobieren. Wir können vor allem, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, in diese Sachen hier noch Runen einsetzen. Zum Beispiel Rune des Lebens und sowas. Die können wir dann im Zweifel auch wieder rausnehmen. Aber das gerade hier für Gesundheit und sowas fände ich jetzt nicht so schlecht. Machen wir mal. Was haben wir hier noch für Runen? Giftschaden, Widerstand, Schleichangriffschaden zum Beispiel. Auch nicht schlecht. Können wir auch mal nehmen. Dann haben wir das mal mit Runen ausgefüllt. Den Helm in Anführungszeichen habe ich ausgeblendet, weil der sieht absolut kacke aus. Ne? Seht ihr hoffentlich auch so. Und dann, ja, Giftwiderstand. Wir können das mal gucken, ob der Zauberer. Wir können das einfach reinnehmen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir das dann im Zweifel, wieder rausnehmen dann. So viel Runen haben wir eh noch nicht gefunden. So. Und dann probieren wir es mal. Und dann gehen wir mal zum Zauberer. Der Zauberer soll ja. Ist der den Weg hoch oder? Ach so, jetzt hat er natürlich nicht gesagt, welchen Weg. Das ist jetzt auch nicht in den Quests vermerkt, ne? Aber eigentlich eher in diese Richtung hier. Der ist ja auch in die Richtung gerannt. Ich würde sagen, wir müssen in die Richtung gehen. Jetzt hört der Weg hier allerdings irgendwo auf. Ich glaube fast, dass das tatsächlich doch der andere Weg ist. Wir können uns auch mal mit Uli Was hier siehst du da oben, sehen. Sühnen? Ja, wir sehen im Moment nichts, ne? Aber ich würde mal sagen, wir fliegen mal höher. Ach doch, guck mal, da ist der Weg und der geht dann noch weiter in den Berg rein. Schaut mal, da ist noch ein bisschen was und dann geht das zu der Hütte da hinten, doch da hinten hin. Ja, okay. Waren wir doch nicht ganz falsch. Aber ich merke schon, beim Laufen sind wir jetzt ein bisschen, ja, zu viel langsamer sind wir nicht, aber mal sehen, wer wir jetzt hier kennenlernen. Dieser komische Typ jetzt hier. Ich würde sagen, wir sprechen einfach mal mit dem, oder? Der sieht es. Oh. Wirst du dich mir endlich stellen? Oder willst du mich weiter aus der Ferne anschreien? Oha. Wir sprechen mal mit dem, oder? Bist du der Zauberer, der dieses Land verflucht haben soll? Auf diesem Land lag schon ein Fluch lange bevor ich herkam. Der Fluch der Rückständigkeit, der ganz Midgard verseucht. Also setzt du keinen Seder gegen dieses Land und seine Leute ein? Ich setze mein Wissen ein, um anderen zu helfen. Ich bin nur eine Bedrohung für die, die Unbekanntes fürchten. Davon gibt es viele. Da ist ein Jäger, der sagt, du hättest seine Schwester vergiftet. Ich wollte sie retten. Ich hatte einen Trank, der ihre Krankheit gelindert hätte. Doch er hat sie lieber in Schweineblut gebadet. Wenn wer die Schuld trägt, dann er und seine rückständige Familie. Er hat seine Schwester getötet. Hör nicht auf ihn! Er wird deine Gedanken vergiften! Du hast nicht... Stirb! Hör nicht auf ihn! Er wird deine Gedanken vergiften! Du hast nicht mal Gedanken zum Vergiften! Hö, was? Stirb! Nein, 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 nein! Monster! Zu Hehl mit dir! Ich will doch nicht beide angreifen!
Eines Tages wird dieses Land frei von solchen Unholden sein. Ich schlug zuerst zu, also gehört die Beute mir. Mach mit seiner Leiche, was du willst. Nichts mit der Beute. Das ist meine Beute. Aber eigentlich wollten wir den anderen töten, ne? Und nicht ihn. Toll, weil der da sich eingemischt hat. Hätte ich jetzt ehrlicherweise lieber den anderen umgemietet. Okay, unvollendeter Brief. Sadek, manchmal verzweifle ich an der Fäulnis der Dummheit, welche dieses Land bedeckt. Ich sehne mich nach den wärmeren Gefilden, die meine Gedanken wie ein Feld durchflügten, die Saat ungeahnter Möglichkeiten pflanzten. Gedanken, die hier schlecht Wurzeln schlagen könnten. Doch dann sehe ich eine alte Frau, meiner lieben Mutter so ähnlich, und erinnere mich, was mein jüngeres Ich in jener fernen dunklen Zeit für jemanden gegeben hätte, welcher der Heilkünste mächtig ist. Es gibt so vieles. Was war's dann? Ist der Typ noch da? Oder ist der abgehauen? Können wir ihn trotzdem noch angreifen? Ich weiß es nicht. Breite deine Flügel aus. Ja, Reichtum gibt es hier wahrscheinlich nicht zu holen. Die Quest haben wir jetzt erledigt natürlich. Aber ich hätte den irgendwie auch gerne noch umgenietet, ehrlicherweise. Können wir das jetzt überhaupt noch machen? Meine blöde Frage. Nee. Das Ding ist durch. Ja, schade. Das ist jetzt irgendwie doof gelaufen. Dass die am Ende dann... Wir hätten wahrscheinlich einfach den anderen angreifen können. Der ist dann in die Hütte gerannt. Aber dadurch hat... Ich hatte das Gefühl, und beide waren irgendwie sauer auf uns. Das war ein bisschen ärgerlich. Okay. Dann werden wir uns mal diesem Lager da widmen. Ich glaube, das müssen wir dann tatsächlich alleine machen, weil da werden wir jetzt keinen Raubzug starten können. Da müssen wir uns jetzt alleine durchkämpfen. Das wird also ein Spaß. Unser Boot lassen wir dann hier. Schön als Blockade zwischen den beiden hier im Wasser. Aber werden wir es mal nutzen, dass wir jetzt nicht unbedingt schwimmen müssen. Bleibe ich hier drin, starre ich zum Eis. Ja, doch. So. Und dann schauen wir mal, ob unsere neue Rüstung das spricht, was sie verhält. Mehr Gesundheit. Und vor allem dann eben mehr... Oha. Wir reiten immer Patrouillen lang. Das ist gefährlich. Kommen. Wir müssen uns mal sehen, was du siehst. Ja, schau mal, hier ist auch ein Eingang hier unten mit einer Treppe. Wir sehen immer nicht so viele hier. Es ist natürlich auch gerade nachts. Hier ist auf jeden Fall was für uns. Kann natürlich sein, dass jetzt gerade nachts. Ah, guck mal, da ist auf jeden Fall eine Wache. Und das scheint aber auch eine... Oh, das ist eine Fertigkeit hier. Eine Fähigkeit, besser gesagt. Die möchte ich natürlich gerne haben. Da ist auf jeden Fall eine Wache und da sind Wachen. Auf der Seite des Anwesens. Drei Stück und einer am Turm. Vier. Einer, der hier steht. Bei dem Eingang hier hinten... War, soweit ich es gesehen habe, keiner. Na gut. Oh doch, hier ist auch einer. Diesen Wachen entgeht nichts. Okay, den müssen wir irgendwie umnieten.
sind doch einige hier übrigens im Lager. Das wird dann doch nicht so einfach. Okay, das wird dann doch nicht so einfach. Aber diese Gräben hier sind cool. Weil wir halt mit unseren Skills von unten eigentlich alle irgendwie auch meucheln können. So, da ist die Frage. Wie machen wir da jetzt weiter? Wort auf einem schmutzigen Blatt. Diese Gänge verschlingen Gedanken, entziehen Weisheit. Dieses Land gehört uns nicht und gehört uns nicht. Wie Ratten huschen wir darunter herum, okay? So, wie kriegen wir jetzt... Da müssen wir irgendwie rein. Um den einen Schatz zu bekommen. Das ist echt krass, dass wir hier so in diese Gänge gehen. Müssen wir mal gucken. Da hinten sind auf jeden Fall noch welche. Die zwei hier, die sind ein bisschen gefährlich. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man das hier... Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Na super. Okay, die beiden werden wir so nicht bekommen. Den einen hier hin vielleicht noch. Den sollten wir vielleicht noch bekommen. Ja. Das ging gut. Die beiden, die da alleine stehen, ist halt ungünstig. Die beiden zu kriegen wird schwer. Kompi! Ja, sehr schön. Einen wunderschönen guten Abend dir und deiner ganzen Bagage, die du mitgeschleppt hast. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, Alex in Farbe. Alex in Farbe. Stimmt, das hast du noch gar nicht gesehen, Kompi. Stimmt. Nein, da wollen wir nicht raus. So. Das haben wir auch. So, haben wir jetzt noch Gegner? Da haben wir noch einen. Ja, die Bogenschützen sind dankbar. So, das Wikingerleben läuft prächtig, wie du siehst. Kellertür verschlossen halten. Zu viel Zulauf aus den Gängen. Okay. Wir haben aber noch hier oben, glaube ich, einen Gegner. Oder auch nicht? Ich hätte gedacht, wir hätten da oben noch einen Gegner. So, irgendwas ist da Cooles drin. Ich will da rein.
Frage ist nur, wie kommen wir da? Wir müssen wahrscheinlich über den Turm. Da ist auch nochmal was, was wir holen wollen. Das ist ja dieser Raum, wo wir nicht reingekommen sind hier, ne? Das sieht doch aus, als ob man das hier öffnen kann, ja. Mal, ob wir irgendwie hier in diesen blöden Raum kommen. Nee. Das ist der Turm. Und das ist die Tür, die verriegelt ist. Die andere Seite. Vielleicht können wir von hier oben irgendwie reinspringen. Das ist doch, theoretisch ist das doch eigentlich unter uns hier, genau. Ah, die Wand hier sieht doch aus, als ob man sie irgendwie einschlagen könnte, ne? Aber irgendwie auch nicht. Du kannst diese Wände durch eine Explosion zum Einschluss bringen. Wenn du auf Ölkrüge schießt, die in der Nähe der Wand stehen, oder einen Ölkrug gegen die Wand schleuderst, wird sie nachgeben. Aha. Haben wir denn hier einen Ölkrug in der Nähe? Da haben wir einen Ölkrug in der Nähe. Kann ich den nehmen? Tragen. Ja, Mensch. Wieder was gelernt hier. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich den aber auch so schleudert, dass das passt. Und jetzt? Werfen. Das hat aber gar... Ach, das ist da drunter. Ah, ich bin doof. Okay, das hat gar nichts... Ach, guck mal. Der spawnt auch gleich wieder neu. Das ist ja nett. Okay. Okay, wir machen das jetzt nochmal ordentlich. So. Kompi, wie geht's dir? Schön mal wieder was von dir gehört zu hören. Na, das riecht doch besser. Oh, wir brennen. Das neue Leder. Wie ich das hasse. Oh. So. Jetzt aber. Oh, kleine Runde des Lodern. Des Loderns. Okay. So, jetzt wollen wir aber nochmal in den Turm. Sehr schön. Einmal das ganze Silber hier und dann können wir im Turm runter. Ja. Das muss man wieder zerdeppern hier. Diese Steuerung ist manchmal... Ist das hier gar nicht gewollt, dass man hier runter geht? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass das gar nicht gewollt ist. Aber das sieht doch hier so aus, ob man das jetzt zerdeppern kann. Oder wird das mit dem Bogen zerstört? Ja, okay. Also so ein bisschen muss man sich hier auch noch mit dem Spiel zurechtfinden, ja? So. Dann sind wir drin und können jetzt eine neue Fähigkeit lernen. Schlummerdorn. Na, gucken wir uns mal an, was das ist. Neue Fähigkeit. Fernkampffähigkeit. Oh, cool. Die hatten wir noch nicht. Schlummerdorn. Ein Pfeil, der mit Sveftend... Oh Gott. Mit der Sveftorn-Rune versehen wurde, lässt das Ziel fast sofort einschlafen. Ah. Ja, das nehmen wir erstmal. Ach so, das ist dann hier mit den Tasten wieder. Okay. Machen wir mal das. Ach, guck mal an. Die kann man dann auch nochmal irgendwann verbessern, theoretisch. Oder es gibt dann nochmal Verbesserungen von denen. Aber schön, gut zu wissen. So, und wir haben noch irgendeine Rune bekommen. 2% Feuereffektivität auf eine Waffe. Okay, haben wir jetzt im Moment nicht. Aber gut zu wissen. Okay, sind wir dann hier durch? Ja, ne? Wir haben hier alles erledigt. Das ist alles ausgegraut. Das sieht gut aus. Ja, sehr schön. Dann haben wir hier ja alles erledigt, außer das hier. Aber das machen wir dann nochmal, wenn wir in Thornberg zurück sind. Wir müssen ja nochmal gegen Erik kämpfen, aber das machen wir jetzt nicht jetzt. Ich würde fast sagen,
Das wäre jetzt eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, um mal mit der Hauptquest weiterzumachen. Der junge König Harald ruft Nordweges Clans zu einem Alting in Alrekstatir zusammen. Das wäre jetzt eigentlich das nächste Questmäßige, was wir machen müssen. Weil alles andere können wir ja später machen. Das ist, scheint bestimmt auch wieder nur so ein Kohlebarren zu sein oder sowas. Und der Kampf war einfach noch eine Nummer zu hart. Gut, wir nehmen unser Schiff und dann fahren wir einfach mal nach Alrekstatir weiter. Wir haben jetzt ja einiges eingesammelt. Und wir behalten jetzt erstmal diese Berserker-Rüstung. So, wir müssen nur mal aufpassen, dass wir also das haben wir schon gelesen. Genau, dass wir dem Reiter jetzt da nicht begegnen, weil der war die ganze Zeit, der ist da immer noch am Patrouillieren. Und dem müssen wir jetzt ja nicht unbedingt begegnen, ne? Achso, hier kommen wir nicht rüber. Cool. Aber hier kommen wir rüber. Gut, auf zum Schiff. Ich höre schon wieder Wölfe. Nee, ein Foto muss ich jetzt nicht machen. So, weil ist unser Boot da hinten. Das kommt. Mein Blut gefriert. Ja. Hey! Ja. Ich bin wieder da. Wir gehen weiter. Einmal bitte wenden, danke. Und dann ab mal Hauptquest weitermachen. Dann haben wir jetzt wirklich die komplette Insel hier. Komplett aller Schätze entledigt. Sehr schön. Sogar ein bisschen Geld gewonnen. Wunderbar. So, hier rudern wir noch durch und wenn es dann wieder ins offene Meer geht, dann setzen wir natürlich wieder das Segel und hören uns wieder tolle Wikinger-Geschichten an. Segel hoch! Segel! Habt ihr salzgehalten Geschichten auf Lager? In meiner Jugend hörte ich die Geschichte von Kalda, einer wilden jungen Frau, deren Vater ihr Schwertkämpfe und Raubzüge verbot. Kaldas Fähigkeiten waren denen eines jeden Mannes im Clan mindestens ebenbürtig. Und so kam es, dass ihr geliebter Gappi sie auf sein Schiff bat. Wieder einmal verbot Kaldas Vater ihr zu gehen, nannte sie weich, schwach und zerbrechlich. Doch Kalda beachtete ihn nicht und ging. Einen ganzen Frühling lang segelten Kalda und Gappi die Küste des Frankenreichs hinunter, raubten und plünderten viel Silber und Reichtümer. Dann, in den ersten Sommerwochen, erfuhr Kalda von einem vorbeifahrenden Schiff, dass ihre Mutter plötzlich verstorben war. Trauer erfasste sie. Schnell kehrte Kalda nach Hause zurück und fand dort ihre Mutter vor, lebendig und still an der Seite ihres Vaters. Kalda war verwirrt. Ihr Vater sprach mit säuerlicher Stimme. Ich sandte die Kunde vom Tod deiner Mutter aus, denn du warst ungehorsam. Doch nun bist du zu Hause, wo du bleiben wirst. Als sie diese Worte hörte, wallte heißer Zorn in Kalda auf. Sie erschlug ihren Vater, floh auf ihr Schiff und setzte die Segel zum Weltenrand. Na, dann haben wir jetzt die Quest gehört, beziehungsweise die Geschichte gehört, sehr schön. Wir müssen jetzt tatsächlich richtig weit segeln, sehe ich gerade. Wir müssen einmal komplett hier, also vor der Insel, dann rechts rum, Kurs Richtung Norden, dann in die Bucht hinein. Und dann müssen wir tatsächlich bis dahin. Das ist eine ganze Ecke. Hier linker Hand ist jetzt, glaube ich, die Insel tatsächlich. Wir haben ja rechts immer mal so kleine Punkte, wo wir theoretisch auch anlegen können.
wo dann so kleine Hütten sind. Da sind bestimmt auch noch viele witzige Rätsel und Sachen, die wir machen können. Das werden wir uns dann alles wahrscheinlich noch irgendwann nochmal anschauen. Aber wir haben jetzt heute genug Reichtümer, Rätsel und Nebenquests gemacht. Wollen wir ein bisschen in der Hauptquest weiterkommen. Nochmal der Startinsel winken. Da haben wir angefangen, unseren ersten Bosskampf gehabt. Bosskämpfe hatten wir jetzt 2 Stück. Auch schon lange keinen mehr gehabt. Da bin ich auch mal gespannt. Wie oft das hier so vorkommt in dem Spiel. Und wieder Polarlichter. So, wir müssen jetzt schon mal in der richtigen Bucht sein, theoretisch. Ach, guck mal, dann macht er das so in so einem Radius, setzt er das dann alles frei. Schon spannend. Auch was hier hinten wohl noch ist. Hier ist doch bestimmt auch ein riesiges... Ach, guck mal, Kürtwies Festival hier, genau. Da waren wir auch schon. Richtig. Ich bin echt gespannt, wie das sich noch weiter ausgeht hier. Also, das Aufdecken der Region ist auf jeden Fall anders. So, das müsste dann schon fast der... Ne, wir müssen noch da hinten durch, ne? Ah, es wird langsam hell. Also ich bleib dabei. Das Wasser ist schön, aber wie sich das Boot auf dem Wasser bewegt, das ist manchmal einfach ein bisschen too much. Das springt mir manchmal zu sehr wie ein Flummi. Ich meine, das ist natürlich so ein Leichtboot, aber das ist manchmal ein bisschen zu viel. Das ist fast schade, weil ich das Bootfahren an sich ganz cool finde hier. Aber manchmal ist das Verhalten des Bootes auf den Wellen so ein bisschen zu viel. So, sind wir noch richtig? Ja, wir müssen eigentlich immer geradeaus jetzt. Das sagt auch unser Kompass oben. Schwierigkeitsgrad. Du kannst in der Welt schwierigen Herausforderungen begegnen. Na, das ist ja toll. Ich will ja aber eigentlich auch gar nichts mehr, sondern ich möchte ja einfach nur da zu der Quest. Das ganze Gebiet hier ist ja empfohlene Stärke 280. Also da brauchen wir gar nicht anfangen. Das hier ist ja alles noch, ich sag mal, die Stärke, die wir haben. Ist ja alles okay hier unten. Aber das ist ja hier schon ein bisschen was anderes. Hier wollen wir eigentlich keinen Kampf haben in der Region, weil das wird alles nichts, was wir bewältigen können. Aber ich schätze mal, dass das jetzt hier auch keine... an sich kein Gebiet ist, wo wir jetzt hier erstmal sind, sondern das einfach nur was mit der Quest hier zu tun hat. Hoffe ich. Weil die ist ja Kapitel 4 und das sollte dann schon zu dem passen, was wir machen müssen. So, wo dürfen wir denn hier anlegen? Wo sind wir denn hier? Auf jeden Fall haben wir hier wieder einen Ort. Einen großen Ort. Das scheint hier der Hafen zu sein. Hier gibt es auch Reichtümer. Ja. Dann mal Segel einholen. Ich würde sagen, wir können wohl da an diesem Steg hier anlegen. Hast du schon einmal so viele Schiffe in einem Hafen gesehen? Noch nie. Und es gab auch noch nie eine Versammlung von so vielen Königen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das wird hier. So, auf geht's. Ha.
Oha, und gleich die krasse Musik. Ich hoffe, ihr hört die ein bisschen. Ich hoffe, ihr hört die auch ein bisschen. Geburtsrecht, da müssen wir hin. Wir haben ja noch ein paar Reichtümer. Keine Ahnung, ob wir das jetzt einfach so schnappen können. Hätte ich schon irgendwie Lust dazu. Müssen unser... Sieh mal nach, Sühnen. Da wäre was, theoretisch. Und da hinten wäre noch... Oh, ein Schlüssel, irgendwas Größeres. Ein Artefaktschlüssel. Das ist alles so empfohlene Stärke 280. Ich habe irgendwie ein bisschen Schiss, dass wir in Gebiete kommen, wo wir kämpfen müssen. Finde Sigurd und sprich mit ihm. Ach, guck mal an, hier sind ja auch Artefakte. Das ist ja alles auch... Ja, aber das ist ja alles... Nee, wir machen hier nichts. Wir folgen einfach nur der Hauptquest. Das ist Stärke 280. Das ist einfach nicht unser Gebiet. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas finden, was uns weiterbringt. Gut, wir versuchen mal Sigurd auffindig zu machen. Sagt uns die Quest, wo wir den finden? Da, ne? Okay. Gibt's auch noch Händler? Okay. Hilf mir. Sei meine Augen. Ah, Sigurd ist natürlich beim Trinkgelage. Wo auch sonst. Ja, da ist er. Dann ist Sigurd da. Da gehen wir dann dahin. Dein Clan stinkt zum Himmel. Aber wir sind stark, Feigling. Los, ja, der Gestank heraus. Ist stark. Okay. Komm her, du Hundstott, und sag das nochmal. Du hast mich schon richtig verstanden. Euer Gestank. Wir trinken das heute mal nicht. Einzige Stärke. Wir reden mit Sigurd. Hier ist gerade ein Herzenswunsch erfüllt worden. Und doch sieht dein Gesicht so aus, als hättest du den Lebenswillen verloren. Gorm ist hier mit den letzten seiner Männer. Wie kann dieser Troll es wagen? Warte auf einen anderen Tag. Wir unterstehen Haralds Waffenruhe. Und Gorm ist zu schwach, um irgendwas zu wagen. Dieser Wichsfleck in der Hose seines Vaters. Ich sollte ihn vom Antlitz der Erde wischen. Nicht heute, Eivor. Lass gut sein. Basim, behalt sie im Auge und achte darauf, dass sie genug trinkt. Ich werde meinen Vater suchen und zum Langhaus begleiten. Na, wie du wünschst. Ach, unser guter Assassin ist auch da. Geht es Heitam gut? Er wird wieder gesund, aber er wird nie wieder der Alte. Zum Glück hattest du Erfolg, wo er gescheitert ist. Ich war fest entschlossen. Als du Kjötvi besiegt hast, hast du da ein Siegel bemerkt? Silbern, so groß wie mein Handteller. Geschmückt mit dem Symbol einer Esche. Nimm es. Tausch es gegen irgendwas ein. Ich weiß, wo Gorm lagert. Wenn du ihn treffen willst, ohne dass es ein anderer bemerkt, kann ich dir einen Kniff beibringen. Suchst du dir schon einen neuen Lehrling? Aber gut, ich beiße an. Was soll ich tun? Zieh den Umhang übers Gesicht. Tauch in der Menge unter. Lenke ab. Versteck dich in aller Offenheit. So arbeitet deine Bruderschaft also. Ihr schleicht am helllichten Tag herum und erdolcht eure Opfer, wo sie stehen? Wie du es sagst, klingt es beschämend. Wir sind Hüter der Gerechtigkeit und des freien Willens. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Es ist wohl keine Schmach zu täuschen, wenn die Ehre auf dem Spiel steht. Und Gorm ist ein Schandfleck auf der meinen. Dann lass uns sehen, was wir gegen diesen Fleck tun können. Versuch es einmal. Jetzt doch gegen Gorm. Ich dachte, wir sollten ihn in Ruhe lassen. Ein paar Dinge solltest du wissen, bevor du sein Lager betrittst. Sich ungesehen auf feindlichem Gebiet zu bewegen, erfordert allerhöchste Raffinesse. Gut, dass wir das schon mal vorher gemacht haben, in irgendwelchen anderen Lagern.
Aber schön, dass er uns das jetzt nochmal beibringen möchte. Das Deine Kapuze macht dich unkenntlich aus der Entfernung. Halte dich von wachsamen Augen fern und du bist unsichtbar für sie. Eine gezückte Waffe oder eine plötzliche Bewegung macht alle Tarnung zunichte. Ja. Falls das nicht deutlich genug war, du musst die Kapuze überziehen, damit der Plan aufgeht. Halte, ach gedrückt. Meditieren, tarnen. Alles klar. Jetzt sieht uns keiner mehr. Dort in dem Lager ist Gorm. Ah. Und jetzt? Betritt Gorms Hütte, okay. Na, das wird ja ein witziger... Misstrauensgebiet. Was hast du dir gedacht? Bringst du Mehl auf leeren Magen? Du musst... Können wir einfach hier vorne in den... Kommen wir einfach von der... Haustür, würde ich gerade sagen, einfach in den Laden rein. Du musst etwas Die Tür ist doch garantiert dicht. So viel säufst. Du weißt, leerer Magen trinkt nicht gern. Mal gucken, ob auf der Rückseite irgendwas offen ist. Ja, da oben könnte man höchstens gucken, ob man das aufbekommt. Wir haben ja schon mal so ein Rätsel gehabt. Du weißt, leerer Magen trinkt nicht gern. Ich habe noch etwas Lammbraten am Spieß. Kommst du? Der ist anscheinend egal. Ist er nicht. Oh, wir kommen so rein, okay? Du feiges Stück Scheiße. Cool. Nimm deine Waffe und folge mir vor die Mauern. Lass Odin entscheiden, wer von uns überlebt. Du wagst es nicht, den Frieden des Königs zu brechen. Scheiß auf dich und dein Gerede von Göttern. Was sagst du jetzt? Jawohl. Du kannst mich schlagen, aber du wirst mich nicht töten. Nicht unter Haralds Frieden. Ihr alle untersteht König Haralds Waffenruhe. Wer sie bricht, wird aus Alrekstadie verbannt. Ich mache keinen Ärger. Du wurdest ehrenlos in diese Welt geschissen, Gorm. Und wenn du gehst... endest du als Scheißhaufen in Hels tiefstem Abgrund. Kräh nur weiter, Eivor. Dann bist du ein leichteres Ziel. Das Ding sollte schon begonnen haben. Ich muss Sigurd finden. Na, das hat jetzt ja was gebracht, dass wir das jetzt gemacht haben. Gut. Jetzt könnte man natürlich überlegen, wenn wir schon mal hier sind, ob wir uns... wieder mal mit Kletterpartien beschäftigen wollen, um wollte Tattoos freizuschalten. Jetzt ist die Frage, das ist da oben. Das geht schon mal deutlich besser als das. Ach guck mal, das kann man auch schon zwischendurch einsammeln. Oh, oh. Oh, das ist aber auch schnell. So, Tattoo erhalten. Guck mal, hier gibt es auch nur zwei Artefakte. Das ist ja auch nicht schlecht, ne? Hier ist noch eine Fähigkeit. Hier ist eine Quest und da müssen wir natürlich dann weitermachen. So viel ist hier also gar nicht. Wir gucken mal, da wir rankommen an diese Fähigkeit, weil die sind eigentlich ganz cool. Und wer weiß, was uns das noch hilft.
Bis jetzt waren die immer relativ einfach zu holen, die Dinger. Wer bist du denn? Ja, mit denen lege ich mich jetzt nicht an, ja? Nee. Wir sind ja hier unter Waffenruhe, ne? Wir sollen uns ja hier nicht prügeln. Aber das scheint hier spannend zu sein. Erstmal holen wir uns den Schlüssel bei den Schweinen. Ja, oder auch nicht. Doch jetzt. Na? Spiel. Danke. Grob geschmiedeter Schlüssel. Ah, und das ist unter uns. Okay. Wir müssen irgendwie einen Eingang finden, um nach unten zu kommen. Hm. Könnte ja irgendwo hier bei der Klippe sein. Zeig mir, was vor uns ist. Ah, guck mal da hinten. Das sieht doch danach aus. Das hatten wir nämlich schon mal. Hier können wir doch garantiert hier hin. Das irgendwie runterschießen hier? Perfekt. Ja, man muss auch mal was kaputt machen, um was anderes zu bekommen. Ah, guck mal, Tür aufschließen. Na, dieste. Das sieht doch gut aus. Todeszeichen. Oha. Todeszeichen, das klingt ja interessant. Todeszeichen. Halte R2 gedrückt, um entdeckte Gegner zu markieren. Lass los, um eine tödliche Pfeilsalve abzuschießen. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall. Das ist ja cool. Also, wir müssen das mal ein bisschen sortieren, glaube ich, neu. Können wir die auch neu anordnen eigentlich? Achso, dann müssen wir das anders machen. Ich würde das gerne. Ja, lassen. Ne, wir lassen das. Ich würde das jetzt nicht umändern. Dann machen wir das und das Fernkampf. Ja, müssen wir so merken dann im Zweifel. Aber wir werden kriegen es ja auch angezeigt. So, haben wir neue. Wir haben neue Fertigkeitspunkte bekommen. Jetzt geht dieses Spaß wieder los. Wir suchen unseren Weg weiter. Wir haben doch jetzt diese Bärenrüstung an, ne? Jetzt müssten wir mal wissen, wo die war. Weg des Bären, schaut mal. Das wäre doch eine Möglichkeit, wenn wir jetzt sowieso diese Berserker-Rüstung tragen, ob wir dann einfach die Punkte dahin gehen. Wir kriegen dann auf jeden Fall mehr Ausweichen, Rüstung, Blocken, kritische Chance, Betäubung und Angriff. Und hier würden wir mehr einen schweren Widerstand bekommen. Perfekter Angriff. Drücke 1 erneut, wenn du die Waffe schwingst, um beim nächsten Mal mehr Schaden anzurichten. Dahin möchte ich eigentlich ganz gerne gehen. Das wäre schon gut. Dann machen wir das auch. Einmal Weg des Bären. Oh, und schon haben wir hier was Nächstes freigeschaltet. Und Widerstand schwer. Wir wollen dann dahin zum perfekten Angriff. Ach, das hat uns auch gleich 2 Fertigkeitspunkte gekostet. Okay, gut. Nur mal gucken. Ja, das ist alles Bärengeschichten, die wir hier anhaben. Okay. So, ist hier jetzt noch was anderes drin? Können wir hier noch was plündern? Nee, ne? Nö. Wir können es nur. Doch! Aha! Ein Silber! Jawohl! Ist ja fantastisch. Okay, wir lassen das mit den Keramikeinrichtungen hier.
Wir bemühen uns, dass wir mal wieder hier hochkommen, ne? Sehr schön. Dann hätten wir jetzt noch mal ein Artefakt mehr. Das wäre aber, glaube ich, auch wieder ein Tattoo. Holen wir uns das jetzt auch noch mal schnell. Ja, eigentlich sind wir mit der YouTube-Folge schon durch. Aber das machen wir dann gleich. Ja, genau. Ich würde auch sagen, das machen wir dann in der nächsten YouTube-Folge. Die anderen beiden Sachen. Wir müssen auch mit der Hauptquest dann weitermachen. So müsst ihr eigentlich, ich habe mich hin. Euch noch viel Spaß. Müsst ihr... Kompi, vielen, vielen Dank für dein Raid. Vielen Dank, dass du mal wieder vorbeigeschaut hast. Schlaf gut. Und wir hören uns auf jeden Fall mal wieder. Schön, dass du da warst. Freut mich. Ja, und für alle YouTube-Zuschauer an der Stelle machen wir auch wieder einen Folgen-Cut. Ne? Nicht nur, wir verabschieden nicht nur Kompi, sondern wir verabschieden alle YouTube-Zuschauer. Bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.